So, 6, 5, 4, 3, 2 und die Jagd beginnt. Wir sind jetzt schon oben die Big Number bei 12,6. Werden wir mit etwas höherem Risiko starten? 0,5, 0,5. Wir haben das gestern ja in der Schulung auch besprochen. 40 Punkte von unserem Kursminimum entfernt. Das wäre oben die Big Number. Einmal das Ganze. So, jetzt schauen wir unten mal 12,507. Da oben sind die Vola-Boxen. Aktuell sind wir bei 27. Die 12,507 wartet da auf uns. So, Entschuldigung, Mikrofon war aus. Also Short im ersten Trade. Wir sind 9:18 Uhr und wir sehen auf der rechten Seite auch MTX ist auch in Gange. Nach 1:36 Uhr. Bin gespannt, ob der Move hier ausreicht. Eine gut ausgeprägte Heiken-Ashi-Kerze. Big Number und Vola-Box. Neun Uhr achtzehn. So, die nächste Kerze rechts MTX wird die Signalkerze sein, also nicht 9:20 Uhr, wie ich erwartet habe, sondern 9:25 Uhr. Eventuell. Sekunden noch. Kann natürlich auch noch sein, dass wir nach oben rausgehen. Alles möglich. Bei der Vola-Box sind wir jetzt im zweiten Trade. Zweiter Trade. Und die nächste Kerze sehen wir rechts, MTX am Laufen. Jetzt hier. So, dritter Trade, Avola Box. So, der dritte Trade, der Vola Box. Wir sehen 12. Retracement rechts in Meta X, MTX etwas zu groß. Und wir gehen heute auch kein doppeltes Risiko hier ein. Ja, wir sind zweimal mit großen Positionen jetzt am Start, auch wenn MTX jetzt kommt. Wir konzentrieren uns auf den Vola-Box-Trade. So, es ist 9:23 Uhr und wir sind wieder über der 12.600er-Marke gelaufen. Sollten wir schauen, dass wir den Move kriegen. MTX kommt jetzt auch als Verstärkung hinzu mit einem Signal Gewinnziel, wo wir hin müssen, liegt bei 19:20 Uhr. Da liegt also unser Ausstieg. Die Zone hier 12.605 aktuell und MTX auf der rechten Seite auch noch mal ein.
10 gehandelt. Und jetzt das Signal von MTX. Ah, wir sind wieder unter der Big Number, also das Level. Bin gespannt, ob der Move jetzt nach oben nochmal kommt. So, jetzt gucken wir mal. 10 jetzt gehandelt und schauen, dass wir jetzt die paar Punkte noch kriegen. MTX rechts ist in den Gewinn schon gelaufen. Ja, gutes Signal auch hier fürs Protokoll. Wir wollten aber nicht doppeltes Risiko eingehen für den Trade. Jetzt sind wir bei 13. Ein Schub nach oben noch. Ein Punkt fehlt. Und wir sind raus, meine Damen und Herren. Das war der Eröffnungstrade. Beide Setups haben wunderbar funktioniert. Ich wollte aber heute nicht doppeltes Risiko eingehen. Wir nehmen den Order History, da seht ihr den Trade. Ja, und auch das kann beim Hedge-Auflösungstrade sein, dass wir hier auch mal kleben bleiben. MTX hat uns da geholfen. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.